Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Trilogiebox von Akkad. Alle weiteren Informationen zu diesen Alben, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Alben, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Trilogiebox von Akkad, das Ganze eine, ja, mehr oder weniger Spezialbox, denn diese beinhaltet drei Alben, die ersten drei Studioalben von Akkad, nämlich, was wir hier auch schon lesen können, die Alben Abgrund, Zeilen aus dem Schatten und Trauma. Das Ganze im Jahr 2012, 2013 und 2014 erschienen, also pro Jahr ein Album released worden. Die Box ist eine Kartonbox, regulär hier vorne zu öffnen. Und wir haben hier ein Cover, mehr oder weniger gedrittelt. Also auf der linken Seite haben wir hier das Cover vom Album Abgrund, dann in der Mitte Zeilen aus dem Schatten und ganz rechts dann das Cover vom Release Trauma. Oben lesen wir noch, No Return Records präsentiert Akkad die Trilogie. Es ist eine schlichte weiße Kartonbox, auf der das Ganze hier oben aufgeklebt wurde. Auf der linken Seite haben wir noch einen Aufkleber, Akkad die Trilogie. Also exakt wie oben, nur halt natürlich kleiner, also in Streifenform. Rechts ebenfalls, hier nichts, vorne auch nichts und auf der Rückseite ebenfalls blank weiß. Dann würde ich sagen, wir kommen auch schon zum Inhalt, also hier das Ganze zu öffnen. Als erstes haben wir mal einen riesen Sticker, also Sticker in A4 Format. Dann eine Plastikfolie, in der jede Menge eingeschweißt ist und dann auch noch ein Stickerpaket. Wir schauen mal natürlich zuerst in die Folie, um die einzelnen Sachen entnehmen zu können. Die Box gehen wir mal zur Seite. Also die Sticker sind so und der Rest hier dann in dieser Folie. Und hier ist noch einiges an Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal die drei Releases. Abgrund, Zeilen aus dem Schatten und Trauma. Ein T-Shirt und dann noch 1, 2, 3, 4 Poster an der Zahl. Schauen uns natürlich dann alles noch im Detail an. Wir werden jetzt erstmal noch die CDs aus dem Plastik befreien. Die ja allesamt eingeschweißt. Schauen wir gleich mal, wo sich das Ganze am besten öffnen lässt. Hier an der Seite bietet sich an. So. Also, einmal Abgrund, dann machen wir weiter mit Zeilen aus dem Schatten. Und dann Trauma. So, Messer werden wir wohl nicht mehr brauchen. Und wir starten natürlich chronologisch, bedeutet das Album Abgrund zuerst. No Return Records präsentiert Akkad Abgrund. Dann haben wir hier ein paar weiße Turnschuhe. Ein paar weiße Turnschuhe, ja, gutes Deutsch, nein, ein paar weiße Turnschuhe, die hier scheinbar an einer, ja, an einer Kante stehen, an einer Fels- oder Steinkante und darunter der Abgrund mit dem Totenkopf. So sieht das Ganze von der Seite aus, Akkad Abgrund. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracks, also die gesamte Tracklist umfasst 17 Stück. Wir haben Features von Nex, Kafik und Herzog und Forself und Zerpunktfleisch, also 17 Tracks an der Zahl. Die Logos bzw. Credits. Und dann schauen wir mal hinein. Also das Booklet, in diesem Fall nur so ein Einleger. Hier haben wir die Danksagung auf der Rückseite,
Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle kurz anhalten, das Video und durchlesen. Und dann haben wir diese CD. Auch hier wieder der Totenkopf abgebildet, Akats Abgrund. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir als zweites Zeilen aus dem Schatten, aus dem Jahr 2013. So sieht das aus. Also hier so eine finstere Kammer mit Tisch und Stuhl davor. Und hier im Schatten so eine Gestalt bzw. der Schriftzug Akats. Das steht hier hinten, auch nochmal Akats Zeilen aus dem Schatten. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist, auch hier wieder 17 Tracks an der Zahl. Features von Nex, Blechbeppo, relativ schwer zu lesen, was hier noch steht. Zerr.Fleisch, Nex, aber das eine Feature hier. Ah, das sind zwei Features, ich dachte, das ist ein Name. Hier lesen wir zwei Features, und zwar ist das einmal Carfig und einmal For Self. Gut. Von innen sieht das Ganze so aus. Schauen wir natürlich zuerst mal ins Booklet. Also wir haben hier die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Informationen, wer daran beteiligt war, wer den Beat produziert hat, wer den Text geschrieben hat. Und dann haben wir hier auf der Rückseite noch so eine, ja, Dämonenfigur, teuflische Figur. Sieht auf jeden Fall ziemlich böse aus hier in dem Dunklen, in dem Schatten. Die CD, 1:1 wie das Cover. Und die Rückseite ist so eine, ja, Holzplatte, eine Holzfläche. Auch relativ schattig, dreckig das Ganze. Und als drittes Release der Trilogie haben wir dann dieses hier, Trauma aus dem Jahr 2014. Hier haben wir einen Herren, mit wohl Akats sein, der hier durch eine dunkle Gasse geht. Mächtiges Cover. Und in der Hand hat er eine Brechstange, wird eine Blutspur hinterhergezogen. Also mit dieser Brechstange dürfte wohl jemand zu Schaden gekommen sein. Akats Trauma lesen wir auch hier nochmal. Auf der Seite ebenfalls. Und dann haben wir die Tracklist, in diesem Fall 21 Stück. Wir haben Features von Nex, Kaffig, Moneymax, Zerr.Fleisch, Rien, Crystal F, nochmals Nex und Junk One, muss ich ehrlich sagen, kenne ich leider nicht. Sorry, falls ich den Namen noch falsch ausgesprochen habe. Credits und Barcode. Auch hier wieder ein minimalistisches Booklet, aber das Wichtigste ist dabei, nämlich Informationen über die Tracks, wer wofür verantwortlich ist. Und dann hier auf der Rückseite haben wir noch, ja, sieht aus wie so eine Holzwand oder so eine schwarze Wand, wo eingeschlagen wurde. Dahinter kommt eine rote Fläche zum Vorschein. Und das ist dann die CD, Akats Trauma, genauso wie das Cover. Und hier auf der Rückseite sieht nach schwarzem Asphalt aus. Sehr schön, das sind die drei CDs. Dann haben wir Sticker. Und zwar haben wir diesen Akats Sticker im Hochformat. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal an der Zahl. Gefallen mir gut. Also, so sehen die aus, in weiß und schwarz, beziehungsweise weiß und grau. Oben No Return Records, Akats Logo, beziehungsweise Schriftzug und das Gesicht in der Kapuze. Dann dieser A4-Sticker, den wir schon vom Boxcover kennen. Akats die Trilogie, A4. Dann haben wir Poster. Und zwar einmal dieses hier. Akats Kopfig Mixtape. Also hier ein weiteres Release von Akats auf dem Poster abgebildet. Meines Wissens war das auch das Cover, also auch das Cover der CD damals. Hier haben wir auch die Features aufgelistet. Sehr schön. Das Ganze im Hochformat. Dann haben wir das Cover zum
Release Trauma. Auch hier wieder das Cover abgebildet, Arcad Trauma im Hochformat. Dann hier das Poster, das dürfte das Cover sein vom Best Of, also Arcad's Best Of. So sah das damals aus. Ebenfalls im Hochformat. Und dann haben wir noch ein letztes Sticker und dieses, Poster. Und dieses ist Arcad's Schattenläufer, ein weiteres Poster von Arcad's. Ebenfalls im Hochformat. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus in Schwarz und Weiß. Also schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck auf der Brust. Arcad's hier in dieser Schrift. Backprint haben wir keinen. Und nachdem man sich das T-Shirt von der Größe her selbst aussuchen konnte, habe ich mich natürlich für Größe M entschieden. Wir haben es zu tun mit einem B&C Exakt 190. Das Ganze bestehend aus, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also schwarzes Shirt mit diesem weißen Arcad's Schriftzug. Darüber und darunter jeweils so eine weiße Linie. Vom Design her relativ schlicht gehalten, aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das richtig gut. Dieser Schriftzug sieht so aus, als wäre es irgendwie frisch mit einem Pinsel und Farbe hier aufgetragen worden, kann man auf jeden Fall gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M, dieser Riesensticker in A4, dann 6-mal dieser Arcad's Sticker, die Trilogie, die drei Alben, Trauma, Zeilen aus dem Schatten und Abgrund. Und die vier Poster allesamt einseitig bedruckt und im Hochformat. Also jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box. Meines Wissens nur erhältlich über den No Return Records Shop. Und wenn man dort bestellt, also zumindest war es bei mir so, bekommt man auch noch extra Sticker. Ich habe zum Beispiel diesen Sticker hier bekommen im Querformat. Diesen im Hochformat und dann noch diesen kleinen kreisförmigen, also hier kreisförmig zum Herauslösen, No Return Record Sticker. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box, in der Trilogie-Box von Arcad. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Arcad's unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.